Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter bei Staffel 3 von Space Engineers. Ihr wisst, ihr seid mitten dabei und verfolgt die Folgen natürlich treu wie immer. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal kurz bedanken. Schön, dass ihr einschaltet und diesen Content genießt. Danke auch für alle Kommentare und alle Däumchen hoch. So. Jetzt geht's hier direkt mal weiter. Ich muss mal meine Musik auf dem Ohr ein bisschen leiser machen. Und ja, wir müssen noch ein bisschen. Wir müssen leider Gottes noch ein bisschen. So. Na. Ja, das war klar. Oh mein Gott, gleich zwei. Okay. Hier. Oh, wir benötigen Stahlplatten. Okay. Wir hauen mal das hier rein. Mhm. Sagen mal hier bitte Stahlplatten machen. Jawohl. Enter. Hier alles. So. Wir können hier direkt mal. Okay, das klappt noch nicht. Wie nah soll ich denn da gerade dran gewesen sein? Was? Warum? Spiel? Ach so. Weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. So. Okay, viel ist das nicht. Okay. Ist das hinten hier? Okay, da fehlt die Stahlplatte. Dann hauen wir hier mal wieder alle rein. Und nehmen hier die 11 Stahlplatten raus. Okay. Ja, Leute, das wird jetzt wohl noch eine Weile so weitergehen. Dass wir hier. Schön Gestein abgrabbeln. Okay, das sollte so ungefähr die Höhe sein. So, jetzt fehlen mir hier natürlich. Kann ich schon? Geh. Kolben.
Okay, die könnten wir sogar schon bauen. Und wie sieht's aus mit dem Bohrer? Nee, die noch nicht. Bohrer. Dafür müssen wir den Bohrer zuerst bauen. Aber der ist doch schon freigeschaltet. Ja, ist er. Tatsache. Stahlrohre, Herstellungskomponenten. Okay. Gut. Ja, das braucht natürlich eine ganze Menge Zeug. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Okay. Hier rein. Und gehen wir mal hier hin. So. Genau, und daran können wir uns jetzt orientieren. Okay. Auf der anderen Seite ist das natürlich echt schmal. Und ziemlich klein. Okay, nehmen wir wieder mit raus. Okay. Mhm. Machen wir mal das ganze Zeug hier voll. So. Wahrscheinlich werde ich dann in der nächsten Folge das mal einen zwischen den Folgen Sven machen lassen. Ah, obwohl ich weiß gerade nicht. Ich will eigentlich gerade einfach richtig aufnehmen und mich mit dabei mit euch unterhalten. Wie weit seid ihr denn schon seit dem Update? Ich nehme das hier ja alles in einer Session auf, seit der ersten Folge. Genau. Und wie ihr seht, bin ich noch nicht so weit. Okay. Okay, Produktion. Ja, Stahlplatten. Stahlplatten ist halt gerade echt ein Ding.
Platten ist gerade echt ein Ding. Aber wir müssen wieder zurück. Und müssen mal... Und müssen mal Energie schnubbeln. Wir können natürlich mal so einen Passagiersitz da oben hin pflanzen. Dann könnten wir uns auch setzen. Mhm. So. Nehmen das hier alles mit. Okay, gleich sind wir wieder voll. Und dann probieren wir mal als nächstes oben einen Sitz hinzustellen, in den ich mich zum Energietanken setzen kann. Dann muss ich nur noch für Sauerstoff und H2, also Wasserstoff, runter. Und das brauchen wir gerade nicht so viel. So. 2G. Nee. Guck mal, was ich bauen muss, um den freizuschalten. Okay, eine Innenwand. Nee, das ist es nicht. Doch, ist es. Könnte ich einen Schreibtisch bauen? Was braucht man denn für eine Innenwand? Tja, okay. Dann bauen wir das mal schnell. So. Ach, interne Panzerung muss ich bauen. Okay. Produktion. Wir nehmen die hier raus und machen mal den interne Panzerung. Nochmal interne Panzerung. Okay, 1, 2. So. 20 und 10 Herstellungskomponenten. Okay, nochmal 5. 5 und Herstellungskomponenten. 10. Okay. Jetzt packen wir mal schnell. Ritt geht hier hin, der Schotter bleibt hier. Lithium, Nickel. Und das Silizium auch. So. Mhm. Ja, okay, wir müssen wieder mehr bohren. Bohren, bohren, bohren. So. Das natürlich, so ist natürlich schön easy. Noch ein Stückchen. So. Okay, gleich ist unser Dingens wieder voll, unser Rucksack. So. Okay.
verschnaufen die Anlagen. Tja, ja, tja, ja. Da kommt auch schon Stein raus. Okay, da haben wir den einen Voxel weg. Sehr gut. Gehen wir mal hier rein. Oh, schön das Gestein abgrabbeln. Wir brauchen die Ressourcen. So. Okay. Hier was runtergekleckert? Nein. Okay. Mein Gott, das ist schneller weg, als ich es bauen kann. So. 8. Alle Komponenten konnten entnommen werden. Wir bauen den hier. Boah, dann schleifen wir ihn wieder weg. Dann gehen wir auf G, Fortschritt, Sitz. Das heißt, wir könnten jetzt... Kriege ich hier auch Energie? Ich glaube, ja. Okay, nehmen wir mal den hier. So, 20 Herstellungskomponenten und... Halt G. 20 Herstellungskomponenten und 10 interne Panzerungen. Okay. Produktion. 20 Herstellungskomponenten. Und 10 interne Panzerung. Okay. Okay, wir probieren's. Wir setzen den mal hier ran. Jawohl. Okay, setzen wir uns rein. Und wir kriegen Energie. Oh mein Gott, wie gut. Okay, immer hier auf V. Ja. Ja, kann man so anbieten. Okay, damit ist die Rennerei nach unten auch erstmal durch. Okay, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. So. Das Problem ist, dass wir gerade kein Kobalt kriegen.
Und reines Eisen wäre natürlich auch eine ganz schöne Sache. So. So zwischendurch finden wir auch noch nicht, weil auch dafür brauchen wir Metallgitter. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das sieht viel besser aus. Hier rein. So. Wir können ja schon mal hier in die einfache Montageanlage Dinge reinlegen. Die ziehen wir dann nachher wieder raus. So, 8 Metallgitter. Stahlplatten. So. Und die Kommunikationskomponenten, die Teile auch. So. Okay, das war schon wieder das ganze Zeug. So, wir könnten ja mal kurz gucken, was eine Montageanlage kostet. 10 Metallgitter. Okay. Produktion, Metallgitter. Ja, die braucht eindeutig. Das braucht eindeutig die Kobaltbarren. Kriegen wir hier Kobalt raus? Nein, so kriegen wir keinen Kobalt raus. Das heißt, ich muss Kobalt suchen gehen. So oder so. Ja. Aber dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Noch. So, das sieht doch schon mal anbietbar aus. Ist nur die Frage. Ja, hier muss wieder ein bisschen weg. Okay, dann gehen wir jetzt hier hin. Okay, ich hoffe, ich bohre jetzt hier nicht zu weit raus. Aus der ganzen Kiste hier. Und thank you.
So sieht's gut aus. Lass mal gucken. Ah ja, hier können wir noch ein bisschen. Das Licht hilft mir gerade auch nicht. Inventory full. Okay. Oh, aber ist, Leute, guckt euch das mal an, wie schön das ist. So. Mhm. So, davon wollte ich mal einen Screenshot machen, damit wir das vielleicht als Folgenbild benutzen. Okay, jetzt sieht's doch tatsächlich so aus, als wären wir hier auf dem richtigen Weg. Uiuiuiui. Okay, da bin ich viel zu weit in die Richtung, Winter. Naja. Hauen wir mal das Gestein auch noch hier rein. So. Produktion machen wir mal 20 und ziehen jetzt mal die hier rüber. Hier. Nee. Jetzt da. Ja, aber so an sich gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Nur so für freie Hand kann man, glaube ich, so anbieten. So, hier kommt auch noch einer rein. Haben wir da schon einen? Okay. Halt. So. Ach. Das war ja klar. Okay. Ja. Zwei. So. Können wir hier einfach hinlaufen? Okay, die eine Stahlplatte haben wir jetzt verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, Leute. Ich würde sagen, ist dann mal wieder das Ende einer Folge und ihr seht, ja, ich muss eine Menge Rohstoff und Materialien irgendwie zusammen
suchen und ja, das ist nicht ganz so einfach. So. Komm schon. So. Genau, ich glaube, das wird das Folgenbild. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn wir hier gemeinsam Space Engineers spielen. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.